Und go! Sollen wir die so wohl wegstellen? Die tickt so unfassbar laut. Das hältst du davon, damit du die Zeit nicht aus dem Auge verlierst, dass du vielleicht eine kleine Uhr in den Untergrund stellst. Das ist eine super Idee. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute sitze ich mal im Wohnzimmer, Chili-Milli auf dem Boden. Ich rede heute einfach mal ein bisschen über die Hälfte, über die erste Hälfte meiner Schwangerschaft. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr Lust auf so ein Video habt und eure Resonanz darauf war sehr positiv. Generell euer ganzes Feedback zu der Schwangerschaft ist so unfassbar krass. Erstmal vielen Dank nochmal dafür. Und deswegen habe ich mich eben mal eine halbe Stunde hingesetzt und habe mir einen Haufen Notizen geschrieben, damit ich jetzt gleich auch nichts vergesse. Vorab noch eine kurze Frage und zwar habe ich mir überlegt, wäre es vielleicht ein cooles Videothema, dass ich euch mal so eine Art Haul oder vielleicht auch eher Outfit-Video mache, ich weiß noch nicht genau, wo ich euch einfach ganz viele Kleidungsstücke zeige, die ich jetzt super gerne in meiner Schwangerschaft trage und vor allem auch tragen kann. Dann zeigt mir das unbedingt mal mit einem Daumen nach oben. Ich weiß, die meisten von meinen Zuschauern sind natürlich gerade nicht schwanger, aber vielleicht interessiert euch das Thema ja trotzdem. Ihr werdet merken, dass gerade am Anfang meiner Schwangerschaft, wenn ich jetzt anfange zu erzählen, auch ein paar nicht so schöne Dinge passiert sind. Bitte fasst dieses Video jetzt nicht irgendwie als Beschwerde auf oder so. Das soll überhaupt gar nicht in diese Richtung gehen. Ich weiß einfach nur, dass ich gerade auch am Anfang, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, mir super gerne solche Videos angeschaut habe. Ich weiß auch einfach, dass das Interesse an meiner Schwangerschaft von eurer Seite einfach mega groß ist. Deswegen dachte ich mir, drehe ich dieses Video einfach mal und erzähle euch einfach mal von A bis Z alles drum und dran. Also, beginnen wir mal ganz am Anfang. Wenn man schwanger ist, dann verändern sich natürlich vor allem die Hormone in einer Frau. Jetzt durch die Schwangerschaft habe ich diese Hormonveränderung wirklich gerade am Anfang sehr deutlich gespürt. Das hat sich eigentlich so ein bisschen bei mir bemerkbar gemacht, dass ich ja auch emotionaler irgendwie war. Also mir sind vielleicht öfter die Tränen gekommen als sonst. Und eine Sache, die mir und ich glaube auch dem Julian besonders aufgefallen ist, ich war viel schneller genervt. Das war jetzt auch keine lange Zeit, ich würde jetzt mal sagen so 2 Wochen oder so, dann war diese Phase auch um. Aber ja, ich war leider oft in Situationen schneller genervt und an der Stelle ein dickes Dankeschön an den Julian, dass er damit so chillig umgegangen ist und so viel Rücksicht auf mich genommen hat, weil ich glaube, das war vielleicht eine Phase, wo ich ein bisschen anstrengender war. Dann eigentlich das Erste, was ich so richtig gemerkt habe, war, dass ich viel mehr Durst bekommen habe. Also ich hatte wirklich von heute auf morgen immer Durst, gerade morgens richtig dollen Durst, dass ich auch wirklich sofort was trinken musste. Ja, das hat sich eigentlich bis jetzt auch gehalten. Ich trinke wirklich viel, viel mehr. Ist ja auch wichtig in der Schwangerschaft. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema und das ist die Übelkeit. Es gibt ja Frauen, die haben damit gar nicht zu kämpfen. Es gibt Frauen, denen geht es wirklich richtig, richtig schlecht und die müssen sich monatelang nur übergeben, können gar nichts essen. Ich würde sagen, ich habe da wirklich sehr viel Glück mit gehabt. Ich habe auch damit kämpfen müssen. Also bei mir war das relativ früh. Das ist übrigens auch so eine Sache in dem Video. Alles ist ja schon ein paar Monate her, was ich euch erzähle. Das heißt, ich weiß nicht mehr genau, was in welcher Schwangerschaftswoche genau war, aber ich habe es versucht, mal so chronologisch runterzuschreiben. Ich würde jetzt aus dem Gefühl heraus mal sagen, dass das bei mir vielleicht so in der 10., 11., 12. Schwangerschaftswoche angefangen hat, dass mir wirklich morgens richtig schlecht gewesen ist. Also ich bin aufgewacht und mir war wirklich richtig übel. Ich musste mich fast nie übergeben. Es war einfach nur dieses Übelkeitsgefühl. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn einem schlecht ist, dann fühlt man sich halt irgendwie auch schlecht. Also ich war ja nicht krank oder so, aber ich habe mich halt wirklich wochenlang einfach total unwohl gefühlt. Das hat mich dann nach ein paar Wochen echt so ein bisschen Kraft gekostet, weil es halt bei mir nicht diese typische Morgenübelkeit war. Es ist halt wirklich teilweise bis abends geblieben. Ich hatte auch ein paar Nächte, wo ich abends nicht einschlafen kann, weil mir so schlecht war. Ich würde mal sagen, so der Höhepunkt von dieser Phase war, als wir gerade in Frankreich unterwegs waren. Vielleicht könnt ihr euch da noch dran erinnern. Also da habe ich echt so Phasen gehabt, wo wir im Restaurant waren und ich habe mir irgendwas bestellt und hatte so Heißhunger da drauf. Und dann kam einfach das Essen und ich konnte es nicht essen, weil mir so schlecht davon geworden ist. Wo mir das Essen im Restaurant serviert wurde und ich habe das Essen angeguckt. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber ich bin sofort aufs Klo gerannt und musste mich halt einfach übergeben. Und danach bin ich zurückgekommen, habe mich an den Tisch gesetzt und habe plötzlich wieder so einen Hunger bekommen und hast dann im Endeffekt doch gegessen. Ja. Aber ich glaube, ich habe da wirklich noch Glück gehabt. Es gibt Frauen, die da deutlich mehr mit zu kämpfen haben. Und jetzt ist alles weg. Also ich fühle mich wirklich richtig gut. Das kann ich vielleicht eh generell mal kurz sagen. Jetzt so in der Mitte der Schwangerschaftszeit geht es mir wirklich mega gut. Ich habe mich selten so gut gefühlt. Also es ist wirklich so. Im Moment ist alles
supidupi, ich bin durchgehend einfach nur gut gelaunt. Das hast du, Juli, vor ein paar Tagen sogar noch zu mir gesagt, ne? So langsam hat sich mein Körper an die Hormone und an die ganze Umstellung gewöhnt. Was mir jetzt auch noch einfällt, ich bin plötzlich geruchsempfindlicher geworden. Ich weiß auch, dass es relativ typisch in der Schwangerschaft sein kann. Der Julian benutzt sehr gerne Parfüm und Deo und Haarspray und alles Mögliche, was man eben sprüht und was dann eben auch riecht. Oder, also es war jetzt nicht so, dass wenn ich was gerochen habe, dass mir dann irgendwie schlecht geworden ist, sondern dass ich einfach das Gefühl hatte, meine Nase ist viel empfindlicher geworden und dass ich halt viel besser rieche. So richtig crazy. In der Zeit habe ich übrigens auch gar kein Parfüm oder so mehr benutzt, weil ich das selbst an mir nicht riechen konnte. Also selbst wenn ich einmal gesprüht habe, es war so intensiv dann für mich den ganzen Tag, dass ich das echt als unangenehm empfunden habe. So, dann was mir auch aufgefallen ist, auch relativ schnell am Anfang meiner Schwangerschaft, ist, dass an der einen oder anderen Körperstelle bei mir die Behaarung intensiver geworden ist. Also ganz extrem ist das bei mir am Bauch. Ich habe einfach am Bauch plötzlich mehr Haare bekommen und die sind auch alle viel länger geworden, als sie eigentlich waren. Also ich habe echt Glück, was Körperbehaarung und so angeht. Das ist jetzt eigentlich nicht so intensiv ausgeprägt bei mir. Ja, und durch die Schwangerschaft hat sich das irgendwie ein bisschen verändert. Ich habe meine Frauenärztin auch mal darauf angesprochen. Die meinte, das wäre ganz normal, gerade am Bauch. Und das ist einfach so ein Schutzmechanismus noch von ganz, ganz früher. Und wenn wir eh beim Thema Bauch sind, mein Bauchnabel hat sich auch verändert. Das ist auch ein Thema. Das haben mir sogar schon Leute unter mein Instagram-Bild geschrieben. Da wussten ihr noch nicht mal, dass ich schwanger bin. Also ich habe irgendwann mal ein Foto hochgeladen, wo man meinen Bauchnabel auch gesehen hat. Ich glaube, auf dem Coachella oder so war das. Und da haben auch ein paar kommentiert, Bianca, dein Bauchnabel sieht so anders aus. Und ich dachte so, hä? Wieso fällt euch überhaupt sowas auf? Vielleicht erstmal, ich habe mein Bauchnabel-Piercing natürlich rausgeholt. Irgendwann muss es eh raus und ich habe es relativ am Anfang schon rausgeholt. Dadurch sah der Bauchnabel vielleicht anders aus. Wenn der Bauch wächst, dann zieht sich natürlich die Haut auseinander. Der Bauchnabel wird größer. Irgendwann stülpt der Bauchnabel dann in der Schwangerschaft auch so raus. Ihr könnt ja mal mein Changes-Video, wo ich meine Schwangerschaft angekündigt habe, euch nochmal anschauen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Da gibt es ja ganz am Ende diese Bauchszene. Da waren auch ganz viele Kommentare zu meinem Bauch und zu meinem Bauchnabel. Schaut mal, guckt mal, ob euch da irgendwas auffällt. Also so extrem ist es jetzt auch nicht, ne? Aber ich wollte trotzdem mal drauf eingehen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem schlimmsten Zwischenfall, den ich in meiner ganzen Schwangerschaft bis jetzt hatte. Wie gesagt, ich habe wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr ruhige und schöne und angenehme Schwangerschaft bis jetzt gehabt. Es gab leider einen sehr blöden Zwischenfall. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir generell dieses ganze Schwangerschaftsthema so spät erst mit euch geteilt haben. Ich habe plötzlich so ein komisches Stechen in meinem Unterleib gehabt und das hat einfach nicht aufgehört. Und dann habe ich mich so eine halbe Stunde hingelegt aufs Sofa. Dann musste ich irgendwann ganz, ganz dringend auf Klo. Dann bin ich auf Klo gegangen, als es dann besser wurde mit den Schmerzen. Und dann kam halt einfach Blut raus. Und dann habe ich halt echt sau Panik bekommen, weil ich habe mir das dann natürlich angeguckt. Und man sagt ja, in der Schwangerschaft kann man ja sogar auch nochmal seine Tage bekommen, ganz am Anfang. Und es ist gar nicht so ungewöhnlich, wenn nochmal, wenn man so leichte Blutungen irgendwie bekommt. Aber das Blut sollte dann halt nicht so frisch und rot sein, sondern ist dann eher so bräunlich. Und bei mir war es halt wirklich sehr rotes, frisches Blut und ich habe so Panik bekommen. Ich saß auf der Toilette und wirklich habe das gesehen und ich habe einfach in der ersten Sekunde, ich musste einfach so heulen, weil ich so Angst in dem Moment bekommen habe, dass irgendwas sein kann. Und ich bin dann noch zwei, dreimal aufs Klo gegangen und es hat halt nicht aufgehört und dann haben wir uns halt nach ein paar Minuten auch sofort dazu entschieden, ins Krankenhaus zu fahren. Sowas passiert natürlich dann an einem Wochenende. Nichts hatte halt mehr auf. Die Ärztin hat mich dann kontrolliert, hat mich untersucht und hat dann halt auch festgestellt, ja, stimmt, das sind Blutungen, konnte mir in dem Moment aber leider auch nicht wirklich helfen oder nicht sagen, wovon das jetzt kommt. Wir haben auch einen Ultraschall dann gemacht und dem Baby ging es super und sie meinte auch, ich brauche mir keine großen Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie sehr schlecht fürs Baby ist. Im Moment sieht das alles gut aus, aber es musste halt geklärt werden, woher diese Blutungen kommen. Nach dem Wochenende sind wir dann natürlich sofort zum Frauenarzt gegangen und dann wurde nochmal alles kontrolliert. Bis dahin sind die Blutungen immer noch nicht ganz weg gewesen, aber schon viel, viel schwächer zum Glück. Die hat dann halt die Plazenta, den Mutterkuchen kontrolliert, hat halt gemeint, dass er bei mir unter dem Baby sitzt, also über dem Muttermund und würde den Muttermund halt verschließen. Und normalerweise sitzt die Plazenta
Plazenta über dem Baby, also oben am Bauch sozusagen oder so ein bisschen seitlicher. Und bei mir lag sie halt komplett unten. Auf jeden Fall war die Frauenärztin dann natürlich total vorsichtig und meinte, ich soll jetzt ganz, ganz, ganz gut aufpassen und mich auch erstmal die nächste Woche gar nicht bewegen. Also natürlich darf ich ganz normal rumlaufen, aber ich sollte keinen Sport machen, ich sollte mich nicht bücken, ich durfte gar nichts heben. Also ich musste wirklich sehr, sehr aufpassen. Hat mir aber auch die Angst ein bisschen genommen und hat gesagt, wenn das so sein sollte, dann ist es nicht so schlimm fürs Baby. Das Baby entwickelt sich ganz normal weiter. Dadurch kann es halt einfach nur passieren, dass der Muttermund während der Geburt verschlossen ist. Das heißt, das Baby kommt halt nicht in den Geburtskanal rein und müsste dann per Kaiserschnitt geholt werden. Und weil eben die Plazenta aus einem sehr großen Anteil Blut besteht, kann es dann halt immer sein, weil es halt eben unten liegt, dass es dadurch zu Blutungen kommt. Keine Ahnung, in dem Moment war ich natürlich erleichtert, dass es dem Baby gut geht, aber ich hatte halt trotzdem mega Angst. Und dann war ich wieder beim Frauenarzt und dann wurde wieder alles kontrolliert. Und wirklich wie durch ein Wunder, also ich kann mir das anders nicht erklären, wie durch ein Wunder war alles wieder gut. Die Plazenta ist super schnell zur Seite gerutscht, der Muttermund war komplett nicht mehr verschlossen, die Blutungen haben komplett aufgehört, dann auch ungefähr nach einer Woche. Ja, die Frauenärztin meinte, ich brauche mir gar keine Sorgen mehr machen, es sieht alles total gut aus und danach waren wir natürlich noch mal ein paar Mal bei der Untersuchung und das wurde natürlich immer mit kontrolliert. Die Plazenta rutscht immer weiter hoch und sitzt wirklich jetzt sehr gut und ich bin einfach mega glücklich, dass ich diese Phase so positiv überstanden habe und dass nichts passiert ist. So, dann gehen wir mal weiter. Es kann sein, dass dieses Video total lang wird, sorry dafür, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt so ein Video drehe, dann muss ich auch wirklich alles mit reinnehmen. Mit seinem Wachstum des Bauches haben sich dann die Mutterbänder, die sich im Bauch auch befinden, angefangen zu dehnen und das hat dazu geführt, dass man einfach so Unterleibsschmerzen bekommen hat. Ich habe das wirklich gar nicht doll gehabt. Man hat halt ab und zu einfach dieses Ziehen im Bauchbereich. Das habe ich jetzt auch noch. Fühlt sich manchmal wie so ein leichter Muskelkater an oder halt wie so ein Spannen oder Ziehen im Bauch, was man so mit leichten Unterleibsschmerzen vergleichen kann. Ich werde jetzt heute in diesem Video kein Bauchupdate euch geben und jetzt gleich irgendwie meinen Bauch hier zeigen oder so. Ich finde es irgendwie viel schöner, das auf Instagram mit euch zu teilen. Deswegen schaut unbedingt bei mir auf Instagram vorbei und guckt auch gerne regelmäßig jetzt meine Insta-Story, weil ich euch da immer auf dem Laufenden halten werde. Ich werde ganz, ganz oft gefragt von Leuten in meinem Umkreis und so, ob ich jetzt viel mehr esse und viel mehr Hunger habe, weil es gibt ja das Gerücht, ja, wenn man schwanger ist, kann man doppelt so viel essen oder soll man doppelt so viel essen. Meine Frauenärztin meinte sofort, das stimmt nicht, machen Sie das nicht. Essen Sie einfach ganz normal weiter. Und bei mir ist es wirklich so, dass das gar nicht so ist. Es ist sogar das Gegenteil eingetreten. Ich habe viel weniger Hunger, beziehungsweise nicht weniger Hunger, das stimmt nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kann weniger nur essen. Mein Bauch ist super spät erst nach außen gewachsen. Also der ist ja jetzt auch relativ klein. Schaut euch mal mein letztes Bauchbild an. Aus der 21. Schwangerschaftswoche ist das auf Instagram. Und das liegt einfach daran, dass ich mein Leben lang eigentlich immer Sport gemacht habe. Und wenn ich irgendwo wirklich Muskeln an meinem Körper hatte, dann war das einfach mein Bauch. Ich hatte echt immer gut trainierte Bauchmuskeln. Und dadurch, dass meine Bauchdecke einfach so hart war, ist erst, hat meine Frau das mir erklärt, alles nach innen gewachsen, bevor sich der Bauch dann wirklich angefangen hat, nach außen zu dehnen. Und deswegen war halt super schnell bei mir das Gefühl, dass in meinem Körper einfach kein Platz mehr ist. Dass ich das Gefühl habe, mein Magen ist viel, viel kleiner geworden. Aber es ist wirklich so, dass ich nicht so viel essen kann. Dann Thema Pipi machen. Meine Blase hat auch nicht mehr so viel Platz, merke ich auch jetzt schon. Ich kann echt nicht mehr durchschlafen. Also ich werde auf jeden Fall einmal die Nacht immer wach, meistens so gegen 4 oder vielleicht 5, von diesem Gefühl, dass ich auf Klo muss und renne sofort auf die Toilette, mache Pipi. Also auch über den Tag verteilt, ich würde mal so schätzen, ich muss mindestens doppelt so oft wie früher auf Klo. Mit das Schönste in meinem ganzen Leben war, als ich in der 16. Woche das erste Mal das Baby wirklich in meinem Bauch gespürt habe. Also ich habe schon irgendwas wahrgenommen plötzlich, aber ich konnte es nicht als Bewegung vom Baby irgendwie direkt halt zuordnen. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn man verdaut und sich die Luft so im Darm und im Bauch so ein bisschen bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Und irgendwann hat es wirklich wie so einen kleinen Tritt gegen die Bauchdecke gemacht. Ich war in dem Moment so richtig erschrocken, dachte so, war das jetzt das Baby? Was war das? Das hat sich einfach original angefühlt, als ob von innen was gegen eure Bauchdecke drückt. So ein plötzliches Drücken. Das war das allerschönste Gefühl in meinem ganzen Leben. Wirklich, weil man es vorher einfach
nie realisiert hat. Und wenn ich es erzähle, kommen mir direkt Tränen in die Augen, weil ich das einfach so emotional und schön fand. Vor allem, weil man nämlich auch sagt, dass der Papa auf der Bauchdecke das viel, viel später erst spürt. Und es war echt ein, vielleicht zwei, also ich würde noch nicht mal zwei Wochen, vielleicht eine Woche später, dass es dann wieder getreten hat. Und ich meinte so, Julian, es tritt jetzt wieder, fühl doch mal. Und dann hat es plötzlich, als Julians Hand auf dem Bauch war, so doll getreten, dass er es halt auf jeden Fall auch gespürt hat. Wir haben uns einfach beide angeguckt. Ich musste einfach sofort heulen, weil das einfach so krass war. Ja, und seitdem ist das kleine Baby in mir sehr aktiv. Ich habe das Gefühl, dass ich das von Tag zu Tag auch mehr und intensiver spüre. Und das war es eigentlich so zu dem Verlauf meiner Schwangerschaft, was da alles passiert ist. Ich habe mir jetzt noch die ein oder andere allgemeinere Notiz gemacht. Das Thema Sport wollte ich ganz kurz ansprechen. Und ich habe mich da sehr ausgiebig mit meiner Frauenärztin unterhalten und beraten lassen. Und dann nach dem Zwischenfall im Krankenhaus war ich natürlich ganz vorsichtig und habe so 2 Monate ungefähr gar keinen Sport gemacht. Und jetzt ganz langsam habe ich wieder angefangen, nach Absprache natürlich mit meiner Ärztin. Habe so meine Sportzeit ungefähr auf die Hälfte reduziert und mache viel leichtere und natürlich auch andere Übungen. Aber Sport ist in einer Schwangerschaft auch mega gesund und eigentlich sogar wichtig. Dann Thema Ernährung habe ich mir noch aufgeschrieben. Natürlich habe ich in der ganzen Schwangerschaft erstmal gar kein Alkohol getrunken. Vielleicht kann man das vorab sagen. Habe mir alles Mögliche durchgelesen, weil man bei einer Schwangerschaft ein bisschen die Ernährung umstellen muss. Mir ist es gar nicht schwer gefallen. Zum Beispiel Mozzarella soll man in der Schwangerschaft nicht unbedingt essen. Das sind alles so Lebensmittel, wo sich schneller Bakterien und sowas bilden können, was für einen selber gar nicht schlimm ist, aber eben fürs Baby nicht so gut ist oder halt Nebenwirkungen haben kann. Da musste man halt erstmal reinkommen, aber ja, wie gesagt, ich musste dadurch meine Ernährung nicht wirklich umstellen. Dann habe ich mir als eigentlich fast letzten Punkt aufgeschrieben, Anziehsachen? Habe ich ja eben schon kurz angesprochen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich dazu mal ein Outfit-Video oder ein Haul-Video drehe, Daumen nach oben. Denn ich habe natürlich auch schon das ein oder andere Schwangerschaftsteil mir gekauft. Und obwohl mein Bauch sehr spät erst gewachsen ist und sehr langsam wächst und auch immer noch relativ klein ist, habe ich in der 8. Schwangerschaftswoche, das weiß ich einfach noch, angefangen, meine normalen Hosen nicht mehr zu tragen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, nee, mir ist das alles zu eng und mir hat das irgendwie nicht gut getan. Ich habe mir relativ früh auch Schwangerschaftshosen gekauft, die ich im Übrigen nicht so gerne anziehe. Deswegen trage ich im Moment auch super gerne so lockere Einteiler oder Kleider, habe ich mir ein paar gekauft für die Schwangerschaft. Am Ende wollte ich nochmal auf das Thema Gewichtszunahme eingehen. Im Moment, ich bin jetzt in der 21. Schwangerschaftswoche und ich habe ungefähr 2 Kilo zugenommen bis jetzt. Also wirklich nicht viel. Ich habe mich eben nochmal auf die Waage gestellt vor dem Video. Mal schauen, wo das Ganze noch so endet. Das, meine Lieben, war es eigentlich auch mit diesem sehr informativen Video. Jetzt könnt ihr gerne beim Julian vorbeischauen. Der hat natürlich auch heute ein wunderschönes neues Video hochgeladen. Und zwar hat der einen Vlog gedreht. Schaut da vorbei. Das war es jetzt mit meinem Video. Ich habe euch ganz doll lieb. Danke fürs Einschalten und tschüss. One.